flacher. Du musst sehen, wo die Straße ist. Nicht der Boden. So ist gut. Alter. Puh. Alter, 50 mit dem Fahrrad. What the fuck? Okay, das sieht nicht aus, als ob das hier groß ins Landesinnere gehen würde, die Straße links. Deswegen fahre ich nochmal einen weiter. So lange, bis ich in Elektro bin. Der zweitgrößten Stadt. Alter, oh, ich habe aber auch 2000 Blut verloren oder so. Da muss ich gleich mal ein bisschen was essen und Tierschnetzeln oder so. Ach fuck, ich hätte die Frau erschießen sollen, mir die Sniper holen sollen. Das wäre richtig geil gewesen. Aber dafür hatte ich nicht die Balls. Da habe ich mich lieber verzogen erstmal. Aber ich glaube, ich bin gerade in Predrotki. Die Stadt zwischen Tscherno und Elektro. Hier kann es sein, dass man ab und zu auch noch Leute findet. Also natürlich kann es überall sein, dass man Leute findet, ne? Aber hier ist es schon so mittelwahrscheinlich. So, ja, nichts verfolgt mich. Das ist mir letztens auch passiert, ich bin mit dem Fahrrad gefahren hier, also hier in Daisy, und dann habe ich einmal einen mit dem Motorrad gesehen. Und der hat mich dann einfach eiskalt umgefahren. Und dann habe ich mir alle Knochen gebrochen, lag auf dem Boden, habe versucht, ihn abzuschießen, ist dann nochmal über mich rübergefahren und dann hat er mich umgebracht. Ach, sollen wir mal was richtig Geiles machen? Ich habe gerade eine Leiche gehört. Ich habe gerade eine Leiche gehört. Da. Schon wieder. Ich höre die fliegen. Nee, hier ist der nicht. Andere Seite? Nee. Beim Leuchtturm? Und mit der Verarschen, oder? Ich will jetzt aber auch ungern stehen bleiben hier mit meinem geilen Fahrrad. Oh, die wird sich aber ärgern, ey. Alter, nehme ich da einfach das Fahrrad weg, ey. Alter. Das war doch mal eine geile dreiste Aktion, oder? Alter. Ja, und jetzt fahre ich am besten mit dem Fahrrad durch die zweitgrößte Stadt hindurch, wo hundertprozentig auch jemand sein wird. Am besten klingel ich dabei noch so. Alter, ich bin immer noch im Adrenalinschock, wenn ich ehrlich bin. Oh. Alter, ich hab mich aber auch so erschrocken, als sie da auf einmal war, ey. Und dann hatte die noch so ein Fahrrad. Naja, sie hatte ein Fahrrad. Alter. Eigentlich wollte ich hier noch ein Thema bequatschen in der See, aber wenn das hier so spannend ist, ey, dann geht das ja gar nicht. So. Ja, wir haben es ja nicht mehr geschafft, uns die Sniper zu holen. Ich bedauere es wirklich ein bisschen. Aber wir haben das Fahrrad und das ist wichtiger. Weil damit sind wir höchst mobil. Weil normalerweise läuft man nur mit, keine Ahnung. Nee, der Bus ist ganz intakt. Ja. Genau, sehr intakt. Sehr gut. Nee, normalerweise läuft man nämlich nur mit, keine Ahnung, 10 SPD. Ja, hier SPD. Aber hier mit dem Fahrrad fahren wir 40 bis 50. Das ist natürlich für die unsere Mobil Flat Rate natürlich sehr gut. Ah. So, Puls runter. Langsam aus- und einatmen. Und jetzt sind wir gleich in der Elektro, oder? Ich glaube schon. Fuck, ey. Ein Elektro, ey. Alter. So, erstmal einfach weiterfahren. Ja, ich versuche so schnell wie möglich durch Elektro durchzufahren. Ja, ihr könnt jetzt natürlich auch meinen, ja, wieso fährst du nicht auf den Wiesen? Könnte ich machen, aber bei einer leichten Steigung sind wir total langsam. Dann könnten wir gleich rennen. War das gerade ein Schuss? Okay, scheiße. Ich bin zu jung zum Sterben. Da, rechts gerade das Schild von Elektro. Elektro ist auch ziemlich aufgeteilt in Wohngebiet und in industrielles Gebiet. Ich glaube, ich bin noch im Wohngebiet drin, ne? Ist da hinten der Feuerturm? Ja, da hinten ist er.
Den gehe ich besuchen. Ich hab Schüsse gehört. Den gehe ich doch nicht besuchen. Oder? Ich weiß nicht. Oh lol. Also, okay. Nein. Oh, hier ist die Schule. Hier ballern wir in der Schule. Amoklauf. Oh. Hier ist der Supermarkt. Alter, lass mich vorbei. Lass mich fahren. Alter, die Steuerung ist auch so extrem schwammig, ne? Alter. Ich glaube, ich fahre jetzt Richtung Kraftwerk. Oder auch nicht. Oder ist das hier das Kraftwerk, das Powerplant? Ne, das ist die Feuerwehrstation. Eine andere. So, ja, Fahrrad optimal geparkt. Und jetzt stürmen wir das hier mal kurz. Ich hoffe, hier ist keiner. Na, ich wollte nicht die Tür schließen. Die hier schließen. Ist das eine Zombie-Leiche oder? Ich kann es nicht genau erkennen. Lol. Versuche ich einfach mal hochzugehen. Ja, was soll denn schon passieren? Okay, hier ist nichts. Sehr gut. Jetzt fällt gleich einer mit unserem Fahrrad weg. Ja, rein technisch ist es ja nicht mal unser Fahrrad. Ah, das ist ein Tier, das ist ein Huhn. So, Fahrrad steht noch. Nein, ich will das nicht saven. Ich will darauf als Fahrer. Er ist Driver. Oh, Driver, das ist auch ein ganz, ganz altes Spiel. Also Driver 1. Es gibt ja auch mittlerweile ein neues. Wer das gespielt hat, top. Wer das Tutorial in Driver 1 geschafft hat, super top. Es ist das schwerste Tutorial, was ich kenne. Alter. Wo fahre ich denn jetzt hin? Achso, da stand auf dem Schild, dass ich Elektro verlasse. Ist auch gut so. Weil in Elektro habe ich Schüsse gehört. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Erstmal Richtung. Einfach Richtung Norden irgendwo. Richtung Airfield am besten, genau. Also Richtung Flugplatz. Weil da gibt es immer die richtig fetten Waffen. Ist natürlich die Frage, ich habe mein Bildschirm angerotzt. Ist natürlich die Frage, inwieweit das gut enden wird. Oh nein. Was ich mir eigentlich auch mal überlegt habe, ist, ein Video zu machen, wo ich mich selbst zeige, also Vlog oder so, oder vielleicht auch ein Let's Play zu machen mit Facecam. Also, zum Beispiel, dass ich dann Slender spiele oder so und dann einfach, eine Kamera auf mich gerichtet habe. Das Problem ist eben halt, ich habe keine Webcam oder so am Monitor und deswegen muss ich mir da vielleicht anders hier aushelfen. Muss ich mal gucken, ist auch nur, vielleicht ist auch nur so eine Überlegung. Also, erwartet da nichts mit Facecam oder so. So. Oh, dann ist eine schöne Brücke. Alles. Seht ihr hier hinten? Im Norden alles schön ruhig. Vogel zwitschern. Seele baumeln lassen. Und einfach mal ein bisschen entspannen. Wow. Diese Entspannung tut mir wirklich gut. Nach all diesem Gemetzel, nach all diesen Toten, ist es doch endlich mal schön, hier im Norden zu sein. Dort,
wo Dovahkiin über uns herrscht und uns Frieden bringt. Oh, hier stand gerade ein Schild, ich darf 50 fahren. Hallo, schneller, tritt in die Pedale. Kann das sein oder hat er voll die O-Beine? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hinfahre. Einfach, ja, einfach dem Highway to Hell folgen. Ah. Irgendwann sehe ich bestimmt irgendwo etwas, was so signifikant ist im, ja, so ein signifikantes Merkmal ist oder hat, dass ich mir dann sage, hey, ich weiß, wo ich bin. Na gut, ich könnte auch eigentlich die Map aufschlagen, aber das wäre zu einfach. Alter, das ist, glaube ich, das zweite Mal, dass ich ein Vehikel alleine besitze. Sag mal so, einmal hatte ich nochmal ein Fahrrad. Da habe ich das aber so gemacht. Fahrrad genommen, also ich bin gerade neu gespawnt, habe sofort ein Fahrrad getroffen, nach ungefähr 5 Metern. Habe mir das Fahrrad genommen, bin durch Tscherno gefahren, Klingel die ganze Zeit angemacht, Voice Chat angemacht, die ganze Zeit umgebrüllt, ololololol, geklingelt die ganze Zeit durch Tscherno gefahren und dann bin ich nach ungefähr 50 Metern gestorben. Und das andere Mal, wo ich ein Werkzeug, ein Vehikel meine ich, hatte, das war, da hatte jemand, ein Auto hat er geschrieben, so im Chat, und dann dachte ich mir, hey, ja, yeah, kannst du mich abholen? Ich bin da und da. Hat er mich abgeholt, dann sind wir ja bis zum nördlichen Airfield gefahren, also zum Flugplatz da. Und dann sind wir alle da gestorben. Weil wir waren irgendwie so ein Konvoi aus 4 Leuten. Aber beim Northwest Airfield waren einfach zu viele Zombies und dann sind wir einfach knallhart verreckt. So, ich glaube, ich mache hier mal einen kleinen Halt und guck mal, wo ich bin. Handbremse! Falls da eine Handbremse gibt. So, aussteigen. Get out! Ah ne, ich muss ja M drücken für Zelt. Da bin ich. Das heißt, ich folge der Straße, der Straße, der Straße, der Straße. Nee. Okay. Ja, das heißt, ich kann jetzt mal hier ordentlich langfahren noch. So, dann bis hier so, bis Novi Sobor, dann biege ich links ab, fahre ich hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und dann zum Airfield. Wichtig, da wo ein Auto ist oder so. Oh, das wäre natürlich der Hammer. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich stelle mich ein bisschen lubiger an während der Aufnahme, weil das normalerweise immer so ist, aber hier in der See gerade, das ist wirklich top. Also, natürlich hatte ich auch Lack, ne? Aber besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Was ist das eigentlich? Ein grauer Kasten oder was? Da neben dem Baum. Keine Ahnung, was das ist. Und ein schöner Bauernhof. Vielleicht werde ich jetzt Bauer. Ja, fernab der Zombie-Apokalypse. Jetzt mit meinem Fahrrad kann ich alles erreichen, ja? Ich kann Multimillionär werden. Ich kann ja mal auch auf der Karte markieren, wo das Fahrrad ist. Weil, es ist übrigens so, auf dem Server sehen, also wenn ich eine Markierung mache auf der Map, dann sehen alle vom Server, die auch eine Map haben, diese Markierung auch auf ihrer Map. Und deswegen muss man damit ein bisschen vorsichtig sein. Und es ist wichtig, da beim Airfield, das könnte natürlich auch nur ein Sniper sein, der versucht ein wenig zu trollen. Deswegen ist Vorsicht geboten. Beim Airfield sind öfters mal Sniper. Und wenn man da stirbt, ist natürlich sehr scheiße. Vor allen Dingen, da ich dieses letzte Test ja unterbrechen wollte, sobald ich einmal... Oh ne, es war ein Vogel. Sobald ich einmal gestorben bin. Wobei das letzte Test natürlich schon sehr lange ist. Sehr, sehr lange. Ich meine, für sonstige letzte Testverhältnisse, ich werde das wahrscheinlich in 15-Minuten-Parts aufteilen. Oder vielleicht auch in 10-Minuten-Parts, weiß nicht genau. Mal gucken. Alter. Was geht denn da ab, ey? Oh, so langsam merke ich auch schon wieder, ja, ich habe mich beruhigt. Alles gechillt. Kommt wahrscheinlich aber auch nur davon, weil ich die ganze Zeit mit einer Hand spiele. Und mit der anderen Hand mache ich ein bisschen... Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist eine Kuh. Hallo, Kuh! Hey, voll die Kuh auf der Straße.